Namaste. Schön, dass du mich in dieser Yoga-Klasse heute begleitest. Ich möchte sie nutzen, um mit dir gemeinsam die Wirkung der Atmung zu ergründen. Wir werden sie bewusster erfahren in dieser Yoga-Klasse, bewusster als sie uns im Alltag vielleicht begleitet, und schauen, wie sie uns durch diese Klasse unterstützend begleiten kann. Das probieren wir aus, erstmal im Sitzen, in der Wahrnehmung. Wie atme ich oder wie werde ich geatmet? Wir ergründen das dann in Bewegungssequenzen des Sonnengrußes und schauen, wie uns da die Atmung führen kann und ein Werkzeug sein kann. Und probieren das auch dann in einzelnen Asana-Sequenzen aus und schauen, wie die Atmung hilft, eine Haltung, die wir im Yoga erfahren, zu vertiefen. Und das werden wir im zentralen Teil dieser Stunde am Beispiel von Natarajasana probieren, dem Tänzer oder Shivas Tanzhaltung. Und darin können wir dann ergründen, dass wir mit der Ausatmung und mit der Einatmung verschiedene Qualitäten in eine körperliche Haltung integrieren können, die diese Erfahrung, die wir in der Haltung machen, vertieft. Beispielsweise mit dem Ausatmen über die Erfahrung der inneren Zentriertheit oder Kraft oder auch Erdung. Und mit dem Einatmen, da lassen wir dann Weite entstehen, Fülle oder eben auch Leichtigkeit. Ich möchte mit dir diese Klasse im Sitzen beginnen. Such dir bitte einen bequemen Sitz dafür aus. Wenn du dir einen guten Sitz eingerichtet hast, dann schließ die äußeren Augen und schenke ihnen die Möglichkeit, dass sie sich ausruhen dürfen, sodass die Sinne sich zurückziehen von der äußeren Welt nach innen. Nimm dafür gern nochmal die äußere Welt wahr, die dich umgibt, den Raum, in dem du bist, mit seinen Klängen und Geräuschen, mit seinem Duft. Dann bekomm ein Gespür für deinen Körper. Er spürt deine Haut, die Kleidung, die deine Haut berührt. Spür das, was du selbst berührst. Konkret also die Auflagefläche deines Beckens. Und lass dein Becken in diese Auflagefläche eintauchen. Dann spüren den Oberkörper. Wie geht's dir im Moment? Dem Rückenbereich. Wie fühlt sich jetzt am Anfang der Stunde dein Schultergürtel an? Dein Nackenbereich? Der Kopfraum? Spür auch die Atmung, die dich durchströmt. Wie atmest du jetzt, wenn du das beobachtest? Und dann geh Schritt für Schritt hin in eine Qualität des Geatmetwerdens, sodass du die Atmung nicht mehr beeinflusst, kontrollierst oder führst, sondern sie einfach nur beobachtest und ihr Freiraum schenkst. Freiraum, sodass sie selbst dich atmet.
Beobachte auch, wo die Atmung hinfließt. Wo weitet die Einatmung die inneren Räume? Wo entsteht eine innere Fülle und Größe? Und wie fühlt sich das an, wenn die Ausatmung entsteht, wenn du und dein innerer Körper aus dieser Weite wieder zurückfließt zu einer inneren Mitte? Beobachte auch, ob du im Moment mehr die Einatmung wahrnimmst oder mehr die Ausatmung. Vielleicht gibt es einen Unterschied, vielleicht ist das eine länger als das andere. Bring den inneren Blick wieder in den Körper zurück, in deinen Sitz. Nimm dich wieder wahr. Und bring die Hände vor dem Herzen zueinander. Ich möchte dich einladen auf ein gemeinsames Om. Du kannst es mittönen, wenn du Lust darauf hast. Du kannst aber gerne auch zuhören und lauschen. Wenn du das Om mittönen möchtest, dann atme tiefer ein. Noch einmal tief aus. Ein letztes Mal in Ruhe tief ein. Denk hier schon an dein Om. Nächsten Einatmen, bring bitte die Arme nach außen in die Seiten. Mach einen großen Bogen seitlich nach oben über den Kopf. Atme aus, bring die Hände zueinander, führe sie zur Stirn, zum Mund, zurück zum Herzen. Nochmal bitte, einatmend die Arme ausbreiten, großer Bogen über den Kopf, ausatmend die Hände vor dir zurück zum Herz. Wenn du magst, dann schenk dir eine Verneigung, eine Verbeugung für dich selbst, die Zeit, die du dir schenkst. Wenn du dich aufrichtest, dann öffne langsam wieder die Augen und wir gehen direkt weiter in den Vierfüßler. Und dann komm hier bequem an, so dass der Vierfüßler für dich passt. Du kannst die Füße aufstellen oder ablegen, die Knie mit einem Faustbreiten, also hüftgelenkbreiten Abstand aufsetzen, die Hände auffächern. Eine breite Unterlage zum Boden machen. Du kannst die Hände unter die Schultern bringen oder ein Stück vor die Schultern, je nachdem, wie es für die Handgelenke am bequemsten ist. Und dann roll dich bitte ein in einen Katzenbuckel. Integriere den Bauchnabel nach oben. Heb die Flanken, heb dich aus dem Schulterbereich nach oben. Roll den Kopf ein Richtung Becken. Spür die Weite des Rückens und komm zum Pferderücken. Kipp dein Becken nach vorn. Tauch Wirbel für Wirbel nach unten ein, vom unteren Rücken in den oberen Rücken. Dann heb ganz am Ende dein Brustbein an und den Kopf und bring den Blick nach vorn. Wieder zurück in den Katzenbuckel, vom Becken beginnen, Becken einrollen, Lendenwirbelsäule heben, Brustwirbelsäule heben, Flanken heben, Kopf einrollen, aus den Schultern hochschieben. Der Pferderücken, Becken nach vorn kippen, Wirbel für Wirbel nach unten eintauchen, das Brustbein nach vorn heben, den Blick heben. Mach das weiter. 3 Runden noch.
Wenn du diese nächste Runde beendest, dann komm zurück in den Vierfüßler. Und zum Kind. Senk das Gesäß Richtung Ferse. Lass die Hände vorn und hau mit der Stirn Richtung Erde ein. Erfahr die Atmung. Wo ist jetzt ein Atemraum? Ist es vielleicht der Bauchbereich? Eventuell auch der Rückenbereich? Und dann komm wieder nach oben in den Katzenbuckel, ein runder Rücken. Der Pferderücken, tauch weich ein in diese Bewegung. Heb am Ende den Blick nach vorn und schieb dich zurück zum Kind. Nochmal nach oben, der Katzenbuckel, dann der Pferderücken und zurück zum Kind. Atme hier in Ruhe aus. Jetzt mit der Atmung gemeinsam ein tiefes, sanftes Einatmen. Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Lass dir Zeit, einatmend nach oben zu kommen, Katze und Pferd. Ein ganz feiner, tiefer Einatemzug. Ausatmend, auch ganz viel Ruhe und Zeit bis zum Kind. Mach das noch weiter, 3 Runden. Lass dich von der Atmung führen, sodass es stimmig wird und harmonisch wird. Atmen und Bewegen vereinen sich. Noch eine Runde bis zum nächsten Kind. Gut. Dann hier ausatmen. Mit dem Einatmen wieder hochatmen, in den Rücken ein, mach ihn ganz weit im Katzenbuckel. Jetzt zum Pferderücken. Atme Richtung Brustkorb, heb dein Brustbein nach vorn und ausatmend zurück zum Kind. Einatmen, den Rücken auffächern im Katzenbuckel, dann nach vorn zum Brustbein weiter einatmen, nach vorn hoch Richtung Halsbereich und ausatmen wieder zurück zum Kind. Einatmend, Katzenbuckel, den Rücken füllen, weiter ein zum Pferderücken, den Brustkorb weiten, ausatmen zurück. Nochmal. Einatmend in den Rückenbereich, dann vom Rücken nach vorn, Rippe für Rippe Richtung Schlüsselbein nach oben atmen und wieder zurück und ausatmen. Letztes Mal. Einatmend hoch, den Rücken füllen, dann Rippe für Rippe nach vorn Richtung Brustbein, Richtung Schlüsselbein. Jetzt ausatmend in den abwärts schauenden Hund. Und hier erstmal ankommen. Ja, lass die Atmung wieder frei. Spür diesen abwärts schauenden Hund. Und nimm Bewegungen auf. Ja, wo brauchst du Bewegung? Wo tut sie gut? Schenk ihr mit diesen Bewegungen, schenk dir ein lebendiges, ein gelöstes Körpergefühl. Und dann komm wieder zurück in den Katzenbuckel, Knie sanft absenken, zum Pferderücken einatmen, ausatmen zum Kind. Einatmen nach oben, den Rücken weiten, Katzenbuckel, dann Pferderücken, den Brustkorb atmen, Richtung Brustbein, Schlüsselbein, ausatmend hoch in den Hund. Nutz die Ausatmung, um zu strecken. Einatmend in den Katzenbuckel zurück, Pferderücken, ausatmen zurück zum Kind. Einatmen wieder nach oben, Katzenbuckel, Pferderücken, Brustbein heben, Kopf heben, Blick heben, ausatmen, lang werden in den Hund. Und dann bleib hier, bitte dich die Knie zu beugen, komm mit dem Bauchbereich Richtung Oberschenkel. Jetzt schieb dein Becken nach hinten hoch, ganz weit hoch, drück die Hände nach unten, streck die Flanken und dann senk die Fersen langsam tiefer, atme aus. Einatmen in den Rücken, ihn weiten, ausatmen in die Dehnung, entspannen. Tief atmen.
Im Einatmen den Rücken weiten, im Ausatmen in die Länge entspannen. Mit dem Einatmen komm nach vorne in den hohen Liegestütz. Ausatmen, schieb dich zurück in den Hund. Einatmen, fuhr in den hohen Liegestütz, Shatudasana. Ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Einatmen, Shatudasana, der hohe Liegestütz. Jetzt die Bauchlage. Ausatmen, die Knie senken, das Brustbein ablegen, dein Becken ausgleiten lassen. Leg die Füße ab. Roll dein Becken einwärts, schieb dein Steißbein nach hinten runter, stütz die Hände an den unteren Rippenbögen auf, zieh die Schultern nach oben und nach hinten und jetzt mit dem nächsten Einatmen heb dich in eine kleine Kobra nach oben, komm ausatmend zurück in die Bauchlage. Einatmen, nach vorn hochheben. Ausatmend wieder in die Bauchlage zurückkehren. Dann stell dir vor, die Einatmung kommt Rippe für Rippe nach vorn Richtung Brustbein, hoch Richtung Schlüsselbein. Mit der Ausatmung sinkst du zurück in die Bauchlage. Einatmend, nach vorn hochatmen Richtung Schlüsselbeine, in die Kobra heben und ausatmend erden. Nochmal, mit der Einatmung leicht werden, in eine leichte Kobra nach oben, ausatmend etwas tiefer zurück in den Hund. Und wieder ankommen. Und einmal bewegen. Und dann deinen abwärts schauenden Hund finden. Den Rücken atmen lassen. Immer ihn einatmend auffächern. Ausatmend in die Länge entspannen. Das Becken hochschieben. Eventuell auch mit dem Brustbein etwas tiefer Richtung Unterlage sinken. Tief atmen. Jetzt bring den Blick Richtung Hände, komm mit den Füßen dorthin. Atme aus, beug die Knie, entspann dich in eine Verneigung. Atme ein, streck den Rücken nach vorne in die halbe Vorbeuge. Atme aus, sink zurück in die ganze Vorbeuge nach unten. Einatmet, eine halbe Vorbeuge. Jetzt bleib hier einen Augenblick, schieb dein Hüftgelenk etwas zurück, streck den Scheitel nach vorn, zieh den Brustkorb nach vorn. Stell dir vor, dass du im Ausatmen den unteren Bauchraum in den Körper saugst. Da, wo ein Gürtel wäre, den ziehst du, diese Gürtelschnalle, ausatmend in den Bauchraum. Einatmen, streck den Rücken nach vorn, zieh das Brustbein nach vorn. Ausatmen, nochmal Bauchraum zentrieren. Einatmen, Rücken nach vorn strecken. Ausatmen, die Vorbeuge, Bauchnabel nach innen führen. Innen halten, einatmen, die halbe Vorbeuge. Brustkorb nach vorn ziehen. Ausatmen, nach unten entspannen, Bauchdecke lösen. Einatmen, über die Hocke auftauchen. Spann die Beinmuskulatur etwas an, streck dich nach oben. Ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, vorne nach oben aufrichten. Ausatmend, verneig dich nach unten zur Erde. Bauchnabel nach innen führen. Einatmend, innen lassen den Bauchnabel, die halbe Vorbeuge. Rücken nach vorn strecken. Ausatmend, Oberkörper entspannen nach unten. Rechtes Bein einatmen, weit nach hinten. Becken tiefer, Blick nach vorn. Ausatmen, linkes Bein nach hinten zum Hund. Streck dich lang. Einatmen, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen nach oben, Katzenbuckel, den Rücken weiten. Pferderücken, das Brustbein nach vorn hochheben. Ausatmen, in den abwärts schauenden Hund lang werden. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, tiefer Liegestütz und Bauchlage. Einatmen, Becken einrollen, Schultern zurückrollen, heb dich nach vorn hoch, Atmung nach vorn hoch, ausatmen, zurück in den Hund. Kurze Pause. Richte diesen abwärts schauenden Hund wieder gut ein, drück die Hände nach unten, streck die Achseln, streck die Flanken, schieb deine Hüftgelenke hoch, senke die Fersen etwas tiefer.
Finde ein gutes Verhältnis aus Spannung und Entspannung. Es braucht Kraft, es braucht Anstrengung hier im Hund, aber es sollte nicht alles fest sein. Also beobachte deine kleine Körperreise, wo kannst du Spannung lösen? Im Körper, eventuell im Nackenbereich, Kiefer, Gesicht, Stirn, vielleicht auch im Geist. Vielleicht auch die Atmung weicher, tiefer fließen lassen. Dann kommen wir den Füßen nach vorn. Atme aus in eine Vorbeuge. Bauchnabel etwas nach innen führen. Dort lassen und einatmen, nach vorn strecken. Oft wird der Bauchnabel etwas mehr nach innen gesaugt. Jetzt ausatmen, wieder in die Vorbeuge entspannen. Einatmen, über die Hocke auftauchen. Drück den Boden weg. Streck dich hoch. Ausatmend Hände zum Herzen. Einatmend Knie etwas beugen. Wieder nach vorn oben aufrichten. Ausatmend eine Vorbeuge nach unten. Einatmend die halbe Vorbeuge. Bauchnabel führt nach innen. Rücken streckt nach vorn. Ausatmend die Vorbeuge. Weich entspannen. Schultern und Nacken entspannen. Einatmend linkes Bein weit nach hinten. Becken tiefer. Blick nach vorn. Ausatmen, rechtes Bein nach hinten, der Hund. Blick Richtung Becken oder Beine. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, Kind. Einatmen, hoch, den Rücken füllen, dann nach vorn zum Brustbein atmen. Ausatmen, zurück in den Hund. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, tiefer Liegestütz. Bauchlage. Einatmend, eine Kobra oder der aufwärts schauende Hund. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Hier wieder ein paar Atemzüge ankommen, verweilen. Gut einrichten. Einatmend, den Rücken in Auffächern. Ausatmend, in die Dehnung entspannen. Im Einatmen auch frische Energie finden, frische Kraft, frische Leichtigkeit. Ausatmen, entspannen, Ruhe finden und erden. Dann den Blick Richtung Hände, mit den Füßen nach vorn laufen. Ausatmen, die Verneigung, die Vorbeuge nach unten. Einatmen, die halbe Vorbeuge, Bauchdecke etwas nach innen. Rückenbereich nach vorn strecken. Ausatmen, wieder entspannen nach unten. Einatmen, über die Hocke auftauchen. Streck dich hoch in die Welt. Ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Wir beginnen noch einmal. Einatmen, Knie etwas beugen, über vorn hochkommen, die Arme vielleicht neben oder hinter die Ohren. Ausatmen, eine Verneigung nach unten. Entspann den Oberkörper. Einatmend die halbe Vorbeuge. Bauchnabel etwas nach innen. Brustkorb zieht weit nach vorn, weg von den Hüften. Ausatmend in diese Länge nach unten fließen. Einatmen, rechten Fuß nach hinten. Ausatmen, linker Fuß nach hinten, der Hund. Einatmen, Katzenbuckel. Pferderücken, ausatmen das Kind. Einatmen nach oben, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen der abwärts schauende Hund. Einatmen der hohe Liegestütz, ausatmen der tiefe Liegestütz oder die Bauchlage, such dir eins von beiden aus. Einatmen Kobra oder der aufwärts schauende Hund, ausatmen der abwärts schauende Hund. Und nochmal tief durchatmen, hier bleiben. So, und jetzt heb dein rechtes Bein an. Und wenn du das gemacht hast, dann beug dein linkes Knie, schieb deine rechte Ferse noch ein bisschen weiter weg und das Bein ein bisschen höher nach oben heben. Lass es oben und jetzt senkt die linke Ferse peu à peu tiefer. Mal tief atmen, einatmen, auftanken, Kraft finden
Ausatmen, strecken, dehnen, entspannen. Einatmen, rechtes Bein ein bisschen höher, linke Ferse hoch. Ausatmen, rechten Fuß nach vorn setzen. Gut. Senk dein linkes Knie bitte zur Erde. Und ruhig mal die Handgelenke ein bisschen bewegen, lockern, kreisen, Finger bewegen und dann ja, vielleicht Fingerkuppen am Boden oder eine Faust oder die Hände flach, je nachdem, was für dich jetzt passt. Ich bitte dich, dein vorderes Knie zu beugen. Und eine Option wäre, die rechte Hand außen neben dem rechten Fuß zu lassen. Eine andere, besonders wenn du merkst, es drückt jetzt eher hier im Oberschenkelbereich, also im Hüftbeugerbereich, dann kannst du den rechten Fuß zwei Fußbreit nach außen setzen und die rechte Hand nach innen bringen und schauen, ob das dann besser wird oder nicht. Unser Ziel ist jetzt, den linken Oberschenkel zu dehnen. Auch hier hilft die Atmung. Mit dem Einatmen bitte ich dich, das Becken ein bisschen zurückzuschieben und mit dem Ausatmen es nach vorn runter sinken zu lassen. Einatmend, rechtes Bein ein bisschen strecken, Becken etwas nach hinten schieben und ausatmen, lass dein Becken nach vorn runter sinken, beug dein vorderes Knie und dann bleib hier. Und beobachte die Atmung. Wo sind jetzt Atemräume? Dann finde im Ausatmen ein Gefühl der Entspannung. Ja, als würdest du mit dem Ausatmen die Muskulatur, die jetzt dehnt, als würdest du sie entspannen in diese Dehnung. Dann löst langsam wieder auf, stellt den hinteren Fuß auf, streckt das hintere Bein, kommt zurück in den Hund. Und dann hier bewegen, laufen, schütteln, federn, das was du magst. Und wenn du hier bleiben möchtest, dann vertief die Atmung hier im abwärtsschauenden Hund. Wenn du Bewegung möchtest, dann komm einatmend mit mir vor in den hohen Liegestütz. Ausatmend den tiefen Liegestütz, Ellenbogen nah an den Körper oder die Bauchlage und ablegen. Einatmend, Cobra oder aufwärtsschauender Hund. Ausatmend, der abwärtsschauende Hund. Hier ankommen, tief durchatmen. Heb dein linkes Bein hoch. Schieb die Ferse weg und beug dein rechtes Knie. Dann kannst du spüren, dass das linke Bein sich weiter heben kann, die Ferse weiter wegschiebt und höher schiebt. Lass das Bein dort, wo es angekommen ist, dort oben und senk die rechte Ferse etwas tiefer. Und wieder atmen. Einatmen, rechte Ferse heben, linkes Bein nochmal hochschieben, ausatmen, linken Fuß nach vorn bringen. Senk dein rechtes Knie zur Erde, die Hände wieder gut positioniert. Einatmen, schieb dein Becken etwas zurück nach hinten. Ausatmend, tauch mit dem Becken nach vorn ein. Aber einatmend, Becken etwas zurückschieben. Ausatmend nach vorn eintauchen lassen. Und dann lass es hier ankommen. Ja, du kannst den linken Fuß auch ein oder zwei Fußbreit nach außen setzen und die linke Hand nach innen bringen, wenn dir das mehr Spielraum hier im Hüftbeuger schenkt. Oder du das Gefühl hast, dass du mit dem Becken dadurch weicher nach unten eintauchen kannst. Gut. Unser Ziel ist im Wesentlichen, den rechten Oberschenkel zu dehnen.
Kann aber auch sein, dass es im linken Oberschenkel, der Oberseite oder an der Innenseite auch eine Dehnung entsteht. Überall dort, wo du Dehnung spürst und Aktivität spürst, lass überall dort die Atmung hinfließen. Und verbinde die Ausatmung mit einem Gefühl der Entspannung. Mal tief atmen und dann zurück in den Hund. Entweder hier bleiben, bewegen, ankommen, einen Moment des Durchatmens nutzen oder mit mir gemeinsam in den Bewegungsfluss nach vorn. Einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen, tiefer Liegestütz oder Bauchlage. Einatmen, Cobra oder aufwärts schauender Hund, ausatmen, abwärts schauender Hund. Hier ankommt, wieder in die Bewegung atmen. Einatmen, den Rücken auffächern, Kraft auftanken, ausatmen, in die Dehnung entspannen. Nochmal einatmen, auftanken, frische Energie finden, ausatmen, Ruhe finden, Entspannung finden. Einatmen, rechtes Bein heben, ausatmen, Fuß nach vorn schwingen. Für einen Moment noch das linke Knie absetzen. Jetzt lass den Fuß dort, wo er ist, also unterhalb des Kniegelenks ungefähr, die Hände am Boden aufgestützt, lass das Becken nach vorn runtersinken. Und jetzt stell den hinteren Fuß auf und streck dein hinteres Bein. Und wenn du dein hinteres Bein streckst, dann schieb den Oberschenkel kraftvoll hoch. Nutz dafür die Einatmung. Oberschenkel hochschieben, hinteres Bein strecken, Becken vielleicht ein bisschen nach oben heben und im Ausatmen alles schwer werden lassen, das Becken schwer nach unten sinken lassen. Einatmen, Becken ein bisschen heben, hinteren Oberschenkel nach oben schieben, ausatmen, alles so lassen und nur das Becken zwischen den Beinen tiefer sinken lassen. Dann bleib hier. Hinteres Bein ganz lang, Oberschenkel nach oben drückend und Becken weich nach unten sinken. In die Dehnung atmen. So, wir werden uns jetzt gleich aufrichten. Du kannst dafür gerne das linke Knie kurz absetzen, dann ist das alles ein bisschen leichter. Oder wenn du jetzt mehr in der Kraft sein möchtest, dann lass das hintere Bein weiter gestreckt. So, bring eine Hand an den Oberschenkel, dann die andere, komm ein bisschen nach oben. Und jetzt beginnen eine Drehung, den linken Ellenbogen auf oder rechts außen neben das Knie aufsetzen. Wenn du merkst, das geht nicht so richtig, und dann kannst du die linke Hand auch am Boden lassen, wäre der Alternativplan. Also linke Hand wieder am Boden oder Ellenbogen auf dem Knie oder noch weitergehend Ellenbogen rechts außen am Knie. Wenn du die Hand am Boden hast, dann streck den rechten Arm nach oben aus. Wenn du den Ellenbogen am Knie hast, dann bring die rechte Hand von oben in die linke Handfläche. Drück dann von oben nach unten, dreh dich nach rechts auf. Jetzt finde die Atmung wieder. Entspann dich ausatmend in die Drehung. Gib Anstrengung aus dem Oberkörper ab, wenn du ausatmest. Und beobachte, wie die Drehung weich wird und ein bisschen weiter geht. Und wenn du einatmest, dann streck den Rücken nach vorn. Streck dich aus. Mal tief atmen. Einatmen, ausstrecken, lang werden, ausatmend, entspannen und drehen. Nochmal einatmen, lang werden, ausatmend, die Hände zurück. Ein Schritt in den Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, das Kind. Einatmen, nach oben, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, hoher Liegestütz, ausatmend, tiefer Liegestütz oder Bauchlage,
Einatmen, Cobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Immer tief durchatmen hier. Einatmen, auftanken, erfrischen, Kraft finden. Ausatmen, entspannen und Ruhe finden. Einatmen, linkes Bein heben. Ausatmen, Fuß nach vorn schwingen. Gut. So, kurzer Augenblick, rechtes Knie absetzen. Alles wieder sortieren. Linkes Knie etwas beugen. Lass dein Becken schwer werden. Und dann streck dein rechtes Bein wieder durch. Schieb die Innenseite des Oberschenkels nach oben. Und atme ein, zieh insgesamt dein Becken etwas höher. Finde Kraft und Auftrieb und ausatmend entspann dich. Lass dein Becken tief sinken, ohne dass das hintere Bein sich deutlich beugt. Lass es lang. Einatmen, alles hoch, Becken, Oberschenkel hoch, Oberschenkel oben lassen, ausatmen, Becken tiefer sinken lassen. Nochmal einatmen, Becken ein bisschen höher, Oberschenkel ganz nach oben ziehen, Bein strecken, ausatmend mit dem Becken zwischen den Beinen tiefer sinken. Und hier bleiben und atmen. In die Dehnung atmen. Gut. Wenn du magst, dann kurz nochmal das hintere Knie absetzen. Für die Drehung bietet sich an, entweder rechte Hand auf der Matte zu lassen und linken Arm nach oben zu strecken. Das wäre die etwas leichtere Variante. Oder wenn du mehr magst, dann einmal auf den Oberschenkel aufstützen. Entweder rechten Ellenbogen auf das Knie oder, wenn du noch weiter gehst, dann außen, links außen an das Knie drücken und die linke Hand in die rechte legen. Wenn dein hinteres Knie noch am Boden ist, dann streck langsam das Bein. Finde nicht nur die Haltung, finde auch die Atmung in dieser Haltung. Und wie kann sie uns hier unterstützen? Die Ausatmung verbinden wir mit einem Gefühl der Weichheit, Entspannung, des Ankommens in dieser Drehung. Lass dich ausatmend weich in die Drehung fließen. Und finde einatmend Wachstum. Streck die Wirbelsäule einatmend lang. Und das immer wieder neu. Ausatmend entspannend drehen. Einatmend in die Länge wachsen. Nochmal tief einatmen und mit dem Ausatmen die Hände zurück, Schritt zurück zum Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, das Kind. Einatmen nach oben, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen, tiefer Liegestütz oder Bauchlage. Einatmen, Cobra oder aufwärts schauender Hund, ausatmen, abwärts schauender Hund. Und nochmal tief durchatmen. Beobachte nach innen. Wo fließt die Atmung jetzt hin? In welche Räume? Nur bei dem Blick nach vorn Richtung Hände. Einatmen, komm nach vorn. Ausatmend, entspann dich in eine Vorbeuge. Einatmend, komm in die halbe Vorbeuge. Im Bauchnabel etwas nach innen. Brustbein schiebt nach vorn. Ausatmend, entspann dich nach unten. Einatmend, komm über die Hocke nach oben. Richte dich auf. Ausatmend, bring die Hände zur Seite. Und dann spür einen Augenblick nach. Wenn du magst, du kannst die Augen schließen. Und spür den Stand. Tadasana hast du im Yoga. Spür die Füße mit ihrer Verbindung zur Unterlage. Die Beine, den Oberkörper.
den Scheitel nach oben. Und dann spüren diese äußeren Ruhe des Standes nach innen. Da ist ganz viel los. Das Herz pulsiert, Blutkreislauf ist in Wallung. Das ist warm, energetisch. Und da fließt die Atmung. So ein lebendiges inneres Spiel, während wir äußerlich einfach im Stand sind. Verbinde die Einatmung mit einem Impuls nach oben. Lass den Brustkorb weit werden, lass ihn nach oben schweben, sodass der Abstand zwischen Brustkorb und Becken sich verlängert, die Einatmung dich nach oben aufrichtet, wachsen lässt. Verbinde die Ausatmung nach unten, entspann dich in den Beckenraum, in den Erdraum unter dir. Mach immer mit dem Einatmen leicht werden, energetisch, aktiv und leicht und strecken und wachsen. Und ausatmend energetisch entspannen nach unten und damit auch erden und verwurzeln und ankommen. Und dann öffne wieder die Augen. Ja, wir gehen jetzt weiter in eine Gleichgewichtssequenz. Wir nähern uns Natarajasana an, dem Tänzer. Und dafür brauchst du ja, vielleicht eine Unterlage, die nicht ganz so, nicht ganz so elastisch ist oder weich ist, sondern vielleicht trittst du von der Matte sogar weg und suchst dir einen stabilen Untergrund unter dir aus. So, wir gehen jetzt in Richtung des Tänzers, Natarajasana. Dafür bitte ich dich, einmal den Blick nach unten zu den Füßen zu bringen und die Füße so aufzustellen, dass die Beine parallel verlaufen. Wenn du das gemerkt hast und die Beine Hüftgelenk breit, dann schau zu den Zehen. Heb alle Zehen nach oben. Dann werden die Gewölbe des Fußes oder der Füße aktiv. Wir haben aber das Längsgewölbe und ein Quergewölbe zwischen Großzehenballen und Kleinzehenballen. So denk dir diese Gewölbe und richte sie auf. Und dann fächel die Zehen auf und leg sie von außen nach innen zurück zur Unterlage. Erst kleiner Zeh, dann zum Schluss den großen Zeh. Nochmal einatmend die Zehen heben, auffächern, ausatmend ablegen von außen nach innen. Letztes Mal einatmend Zehen heben, fächern, ausatmen, von außen nach innen wieder ablegen. Dann komm hier an, atme. Einatmen, nach oben wachsen. Stell dir vor, der Brustkorb wird leicht. Der schwebt hoch, der richtet dich auf. Ausatmend, finde Stabilität und Ruhe nach unten. Jetzt such dir einen Punkt aus, den du mit dem Blick fixierst. Und verlage etwas mehr Gewicht nach links, auf den linken Fuß, das linke Standbein. Beug dein rechtes Knie etwas an, sodass die Ferse sich vom Boden abhebt. Links spüren, links verwurzeln und erden. Und stell dir vor, da breiten sich Wurzeln um dich herum aus, die dir ganz viel Halt und Sicherheit geben. Und wenn du das hast und fokussiert bist, dann bring die rechte Hand zum rechten Fuß. Du kannst am Fußrücken greifen und die Zehen über den Finger stülpen. Du kannst das Sprunggelenk des Fußes greifen oder einfach den Hosenstoff greifen, je nachdem, wie es für dich passt. Und das passend einzurichten, das meint im Wesentlichen, dass der rechte Oberschenkel jetzt sanft und angenehm dehnt und der untere Rücken nicht zu sehr gedrückt wird. Ja, wir sind in einer Mini-Rückbeuge, werden die dann nachher noch erweitern und das sorgt immer dafür, dass der untere Rücken komprimiert in einer Rückbeuge. Damit wir da jetzt ein bisschen mehr Stabilität im unteren Rücken einbauen, bitte ich dich von vorn den Fokus an die Bauchdecke zu bringen und mit dem Ausatmen einen gedachten Hosengürtel, also eine Gürtelschnalle, nach innen zu saugen, in den inneren Körper. Ja, also immer wenn du ausatmest, eine Gürtelschnalle etwas nach innen führen und einatmen ein bisschen lösen, ohne komplett zu entspannen. Einen Tonus bewahren und ausatmend den wieder neu aufbauen
Unterer Bauch führt nach innen. Und genau dieser Muskeltonus wirkt stabilisierend auf den gesamten Bauchcontainer und den unteren Rücken. Wenn du jetzt einatmest, dann beginnt von dieser Stabilität die Einatmung nach vorn hoch zu schicken. Rippe für Rippe nach oben, Richtung Brustbein, heb es an, heb die Brust nach oben, heb die Schlüsselbeine, weite sie. Und ausatmend wieder in den Körper stabilisieren. Nach unten, in den Bauchraum. Einatmen aus dieser Kraft, nach oben leicht werden. Und ausatmen, stabilisieren im Bauchbereich. Nochmal einatmen nach oben, den linken Arm mitnehmen. Ausatmen, den Rumpf stabilisieren. Letztes Mal einatmen, aus der Kraft wachsen. Ausatmen, neu zentrieren und langsam auflösen. Dann spür nach. Der Seitwechsel. Verlage Gewicht auf den rechten Fuß und dein rechtes Standbein. Finde hier schon ein Gefühl von Halt. Und dann beugt dein linkes Knie, sodass die Ferse sich gerade so vom Boden abhebt. Rechtes Bein verwurzeln. Auch dieses Bild nutzen, das ein Gefühl von Halt, Stabilität und ein Wachstum von Wurzeln im Boden entsteht. Damit dann den Blick fokussieren auf einen Punkt, der dir Sicherheit gibt. Und wenn du all das hast, dann greif mit der linken Hand zum linken Fuß. Auch hier gerne wieder die Zehen über den Fingerstülpen, wenn du den Fußrücken greifst. Oder wahlweise kannst du auch das Sprunggelenk greifen oder den Hosenstoff, je nach Wunsch. Dann spür die Dehnung im linken Oberschenkel. Nimm den Rumpf warm. Und den Oberkörper, den Brustkorb über dem Beckenbereich. Und jetzt beobachte, wie dir die Atmung eine Hilfe sein kann in diesem Asana. Nutz dafür die Ausatmung. Wieder ein Bild dieser Gürtelschnalle, die du sanft nach innen führst. Oder du willst deinen Gürtel ein bisschen enger machen. Ja, und genau diese Stabilität der Muskulatur stärkt und schützt den unteren Rückenbereich. Und lass von dort die Einatmung entstehen. Nach vorn hoch, Rippe für Rippe nach oben. Brustbein weitet sich, Schlüsselbeine weiten sich. Ausatmen, wieder in den Bereich des Rumpfes fokussieren. Halt und Kraft finden. Und von dort einatmen, leicht werden, aufrichten, wachsen. Noch ein paar Mal. Du kannst gerne den rechten Arm dafür heben. Und noch ein letztes Mal. Einatmend wachsen aus der Stabilität des Rumpfes und ausatmend wieder zurückkehren. Den Fuß aufsetzen und nachspüren. Wir nutzen jetzt dieses Prinzip, um sicher und geschützt und stabil, aber auch mit einem Gefühl der Weite und Größe, tatsächlich in die volle Variation von Natarajasana, vom Tänzer, zu kommen. Beginnen wieder auf dem linken Standbein. Wenn du merkst, dass die Unterlage unter dir sehr weich und elastisch ist und du mehr Halt wünschst, dann komm einfach von der Unterlage weg, dorthin, wo der Boden unter dir etwas mehr Festigkeit schenkt. Und wieder Hüftgelenk breit, Füße aufsetzen, Gewicht nach links verlagern, das linke Bein erden, den Fuß in den Boden drücken, rechtes Knie beugen. Such dir einen Blick, einen Fokus aus, fokussiere auch den Geist. Greif mit der rechten Hand den rechten Fuß. Linken Fuß erden. So. Wir erweitern jetzt die Asana, bringen dafür das rechte Knie etwas weiter nach hinten.
merkst du, die rechte Oberschenkel beginnt mehr zu spannen. Nutz die Ausatmung, saug den unteren Bauchraum nach innen. Finde Stabilität. Atme von dort nach vorn hoch ein, weite den Brustkorb. Atme Richtung Schlüsselbeine. Ausatmen, wieder in den Raum des Beckens. Den Fuß ein bisschen weiter nach hinten, vom Gesäß wegschieben. Einatmen, das Brustbein nach vorn hochheben. Im nächsten Einatmen den linken Arm heben, nach oben wachsen, vom Boden wegdrücken. Ausatmen, wieder zentrieren. Einatmen, nach oben wachsen, vom Boden wegdrücken. Ausatmen, jetzt das Becken etwas nach vorn kippen. Hier ankommen. Einatmen in den Raum des Brustkorbs, Brustbein weiten, Brustkorb weiten. Ausatmen, den Bauchraum zentrieren und unteren Rücken stabilisieren. Dann komm in ein Gespür für das, was du machst. Spür die Atmung, wie sie dich unterstützt in diesem Asana. Und wohin es hier geht mit dieser Reise. Ja, vielleicht das Standbein ein bisschen beugen, vielleicht den Fuß, der gegen die Hand drückt, ein bisschen kräftiger nach hinten wegschieben. Und nochmal tief einatmen, Brustbein heben und ausatmen, auflösen, ganz langsam auflösen. Greift das vordere Knie, rechtes Knie hochziehen, finde Halt, atme ein, lass den Brustkorb leicht werden zwischen den Schultern und atme aus, komm zum Stand und spür nach. Wir wechseln. Rechtes Bein als Standbein. Und sobald du das Gefühl hast, es ist gut verwurzelt, du bist fokussiert im Geist und auch im Blick auf einen Punkt, der dir Sicherheit gibt, so kannst du den linken Fuß langsam von der Unterlage entfernen. Erst die Ferse, dann komplett. Linke Hand greift den Fuß. Standbein drückt nach unten, drückt, drückt, drückt und ist aktiv. Und Knie ein bisschen gebeugt und nicht zu sehr eingerastet. Gut, die Ausatmung als zentrierendes Moment nutzen. Bauchnabel etwas nach innen führen. Die Einatmung nach vorn hochfließen lassen, Richtung Brustbein und Schlüsselbein. Im Ausatmen ein Gefühl finden von Sicherheit und Stabilität und Ruhe. Und im Einatmen ein Gefühl von Energie, von Wachstum, von Weite und Fülle. Einatmen, rechten Arm nach oben strecken, vom Boden wegdrücken, nach oben. Ausatmend die Mitte stabilisieren und den linken Fuß ein bisschen wegschieben. Immer wieder nach vorne hochatmen, aufrichten, wachsen. Und im Ausatmen stabilisieren und den Fuß ein bisschen weiter wegschieben. Und etwas das Becken nach vorn kippen, bitte. Und wieder atmen lassen. Dann finde über die Atmung eine für dich passende Haltung. Genauso wie es für dich gut ist. Genau dort, wo du sein möchtest. Gut in der Mitte zentriert. Gut stabilisiert und mit dem Gefühl, groß und weit zu werden und dich zu strecken. Nochmal tief durchatmen. Mit dem Einatmen komm wieder zurück und ausatmen, greif dein linkes Knie vor dir, halte dich fest. Einatmen, richte dich auf, streck dich ganz nach oben. Ausatmen, komm mit dem Fuß zurück zum Boden. Und spür nach, schließ gern die Augen dafür. Beobachte das Innere, den inneren Körper, dieses Pulsieren, Vibrieren, die Wärme, Kraft, die Energie.
das Wachstum nach oben, die Größe, die Leichtigkeit. Gib der Atmung eine innere Weite, öffne innere Räume, lass dich atmen. Und dann öffne wieder die Augen und komm in eine Hocke. Die Füße bitte wieder hüftgelenkbreit, also parallel, Füße und Knie haben den gleichen Abstand voneinander weg. Das Becken in eine angenehme Höhe oder Tiefe. Einatmen, heb die Arme nach oben. Ausatmen, finde eine gute Höhe oder Tiefe mit dem Becken. Einatmen, nach vorn hochheben. Und ausatmen, das Becken erden. Nochmal tief einatmen, Oberkörper lang werden, die Flanken lang machen. Ausatmen, bring die Hände vor dem Herz zueinander. Und dann komm hier an, Becken ein bisschen tiefer bitte. Eine Drehung. Stützt den linken Ellenbogen zwischen die Knie. Dreh dich im Ausatmen nach rechts auf. Drück die rechte Hand nach unten. Einatmen, streck den Rücken nach vorn. Zieh dein Brustbein und Brustkorb weg von der Hüfte. Kurzer Blick nach unten zu den Knien. Linkes Knie ein Stück zurückführen auf Höhe des rechten. Und wieder ausatmen, nach rechts drehen. Entspann dich in die Drehung im Oberkörper. Beobachte, wo du Kraft, die du im Moment nicht brauchst, loslassen kannst. Das ist sicher nicht in den Beinen und Oberschenkeln, aber eher im Schulterbereich, Nackenbereich, Kieferbereich, in der Stirn. Ausatmen, entspannen. Einatmen, in der Drehung wachsen. Aber tief atmen. Mit dem Einatmen richte dich wieder auf, in der Hocke heb die Arme. Ausatmen, bring die Hände zurück zum Herzen. Rechten Ellenbogen zwischen die Knie absetzen. Linke Knie und rechte Knie auf eine Höhe nivellieren, also meist muss rechts ein bisschen zurück. Und ausatmen, dreh dich nach links. Einatmen, streck den Rücken nach vorn. Schieb dein Becken zurück, schieb den Brustkorb nach vorn. Ausatmen, wieder entspannen, weich werden. Anstrengung abgeben, die du nicht brauchst. Atmen. Einatmen, komm wieder zurück in die Hocke nach oben. Ausatmen, in die Vorbeuge entspannen. Einatmen in die halbe Vorbeuge. Ausatmen in die ganze Vorbeuge nach unten. Einatmen, linker Fuß nach hinten. Ausatmen, rechter Fuß nach hinten zum Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Eine kleine Reise noch zum Abschluss. Einatmen, hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, in die Bauchlage. Einatmen, in die Rückbeuge. Ausatmen, zurück in den Hund. Halte kurz hier an, atme durch, bewege dich bitte. Komm im nächsten Einatmen in den Liegestütz und ausatmend in die Bauchlage. Nutz die Hände als Kissen, entweder für eine Wange oder für deine Stirn und entspann dich. Ganz tief durchatmen. Die Sphinx. Bring die Unterarme bitte nach vorn, parallel nach vorn, ungefähr Schultergelenkbreit. Und richte es hier gut ein für die nächsten Momente. Das heißt, dass im Wesentlichen der untere Rücken trotz dieser Rückbeuge ein Gefühl von Weite, Entspannung und Raum genießen kann.
Wenn du also merkst, dass es im unteren Rücken ja ein bisschen mehr Länge, dass ein bisschen mehr Länge entstehen dürfte, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst einfach im Schultergürtel tiefer eintauchen oder mit den Armen weiter nach vorn kommen. Ja, dann ist der Brustkorb nicht ganz so weit oben, die Rückbeuge nicht gar so intensiv und der untere Rücken kann sich besser entspannen. Und wenn du merkst, dass alles gut ist, du gerne Rückbeugen magst, dann zieh die Ellenbogen etwas mehr Richtung Schultern und heb dich eben etwas mehr nach vorn hoch. Und dann komm hier an, genau dort, wie es für dich passt. Und finde die Atmung wieder. Entdeck mit jeder sanften Einatmung etwas mehr Frische, so als würde dich die Einatmung mit diesem frischen Sauerstoff, den du aufnimmst, regenerieren nach dieser Kraft, die hinter uns ist, nach diesem Anspruch, nach dem, was uns forderte. Nach all dem erfrischt die Einatmung, belebt und regeneriert. Es wäre ein Auftanken, wenn du einatmest. Und die Ausatmung schenkt dir ein Gefühl einer Weichheit, einer Entspannung. Sodass du vielleicht das, was jetzt an Anstrengung noch in den Fasern des Körpers ist, und dass du hier definitiv nicht brauchst in dieser Haltung, dass du das mit der Ausatmung abgeben kannst. Finde Entspannung und Ruhe im Ausatmen. In Körper und Geist. Dann komm bitte zurück, leg dich wieder zur Erde zurück, vielleicht wieder die Hände als Unterlage für die andere Wange oder noch einmal für die Stirn. Spür nach. Und spür die Atmung im unteren Rücken. Der war in den Rückbeugen, in Natarajasana, aber auch hier in dieser Sphinx, war doch etwas herausgefordert. Und jedes tiefe Atmen im unteren Rücken ist wie eine innere, belebende Massage. Das für die Wirbelsäule, für die Muskulatur, für die Organe im Bauchraum und die Nieren im Rückenraum. Einatmen, den unteren Rücken aufplustern und ausatmen, entspannen. Beginne dein Becken ganz locker auszuschütteln, sodass du diese Idee, dass wir den unteren Rücken beleben, auch mit diesen Bewegungen weiterführen kannst. Und dann lass die Bewegung wieder ausklingen. Stütz die Hände an den Seiten auf, schieb dich zurück in den Vierfüßler. Und dann bring die Knie weiter nach außen, bring die großen Zehen zueinander. Und komm zum Kind und verweil dort. Die Hände können vorn sein, sie können
auch unter der Stirn sein. Oder du kannst sie auch nach hinten bringen, Richtung Füße. Schau für dich, was am besten passt. Und komm an. Nimm die Atmung wahr. Spüre, wie sie dich unterstützt. Spüre, wie die Ausatmung dich in diese Haltung des Kindes hinein entspannt. Komm langsam nach oben zum Sitzen. Komm mit den Füßen nach vorn und wechsel in die Rückenlage. Lass die Füße aufgestellt und greif dir die Knie. Dann finde eine für dich sehr schöne Art und Weise, wie du den unteren Rücken massieren kannst. Das gemacht hast, dann kehr mit den Füßen zurück zur Unterlage, breite die Arme aus für eine Drehhaltung für das Krokodil, versetz den Beckenraum ein Stück nach rechts, lass die Knie nach links sinken, versetz den Kopf etwas nach links und wende ihn nach rechts. Danach ist dir bequem. Genau so, wie du das magst, als gut empfindest oder auch gewöhnt bist. Und nimm die Atmung wahr. Spür die Atemräume, die sich im Einatmen aufplustern und im Ausatmen entspannen. Wird mit jedem Ausatmen sanfter und weicher. Und ruhiger. Und dann komm peu à peu zurück zur Mitte. Letztlich auch mit dem Beckenraum zurück zur Mitte. Dann von dort ein Stück nach links. Und dann bring die Knie auf die rechte Seite. Mach es dir gemütlich. Versetz dafür auch den Kopf ein Stück nach rechts und wende ihn dann nach links mit dem Gesicht Richtung linke Hand. Alles bitte nochmal für dich verfeinern und verschönern. Und dann spür nach innen. Das Gefühl der Drehung. Da, wo Länge entsteht in den Fasern des Körpers. Die Einatmung diese Länge und Weite unterstützt und Atemräume aufplustert
und wie die Ausatmung alles entspannt, die Atemräume, den Körper, den Geist. Kommen bedacht wieder zurück zur Mitte. Bring die Arme zurück nach vorn an deinen Körper und roll dein Becken ein. Wir gehen nach oben in die Schulterbrücke, in Situ Bandhasana. Einatmend Becken einrollen, heb es nach oben, heb am Ende den Brustkorb und den Brustbein nach oben und ausatmen, komm wieder zurück nach unten. Leg dich vom Brustkorb Richtung Becken ab. Einatmend, den Rücken heben, dann Becken nach oben, den Brustkorb und das Brustbein heben, ausatmen, zurückkehren nach unten. Einatmen, heb den Rücken und dein Becken nach oben und bring die Arme mit einem weiten Bogen hinter dir zur Erde. Ausatmen, komm mit den Armen wieder zurück nach vorne und leg den Rücken und dein Becken ab. Einatmen, alles heben, die Arme nach hinten führen. Ausatmen, wieder zurückkehren nach vorn. Nochmal bitte einatmen, den Rücken heben, die Arme nach hinten führen. Beobachte, ob da eine kleine Pause in der Einatemfülle entsteht und komm dann ausatmen, wieder zurück. Beobachte, ob da eine kleine Pause in der Ausatemleere entsteht. Und mach das für dich weiter. Aus dem Atemfluss in eine kleine Pause. Eine Pause, die gar nicht gestoppt sich anfühlen muss oder gehalten, sondern die ganz natürlich entsteht. Wenn du die Pausen verlängern möchtest, dann nutzt die Ausatempause, greif die Knie, heb die Stirn Richtung Knie, roll dich ein. Und wenn die Einatempause verlängert werden darf, dann mach hier jeweils eine Faust und verweile in dieser Kraft. Und das alles so, dass es harmonisch sich anfühlt, dass du nichts erzwingst, dass nicht der Geist etwas macht, sondern dass aus der Atmung selbst entsteht. Sodass du das immer weiter erfahren könntest, ohne irgendwelche Atemnöte, Atemeinengungen oder ein anderes Gefühl haben müsstest, als einfach diese Harmonie. Dich nach der Runde noch eine neue zu beginnen.
dann zu beenden. Wenn du beendest, dann stell die Füße einfach auf und spür nach. Wie wirst du jetzt geatmet? Und dann finde für dich einen guten Weg nach oben zum Sitzen. Einen gemütlichen Sitz. Und wenn du ihn für dich gefunden hast, dann schließ wieder die Augen und lass uns nach der Praxis eine kleine Atemaufmerksamkeitsübung in diese Stunde integrieren. Nimm zuerst den Sitz wahr, finde einen bequemen, entspannten und gleichzeitig aufgerichteten Sitz. Und auch eine Qualität des Sitzes, in der du das Gefühl hast, dass die Atmung frei sein kann, dass du also nicht zu angespannt bist, nicht zu fest bist, nicht zu eingesunken bist, sondern entspannt, gelöst und aufgerichtet. Dann nimm die Atmung wahr. Beobachte, wie sie kommt und geht. Einatmung, die innere Räume auffächert. Die ein ganz sanftes Ausdehnen bedeutet, von einem Punkt in der Mitte in die Welt nach außen. Und dieses Ausdehnen der Atemräume geschieht in alle Richtungen. Du kannst das spüren im Bauchraum, der einatmend nach vorn kommt. Du kannst es im Brustkorb nach oben fühlen, der sich einatmend auffächert und hebt. Aber auch im Rückenbereich, der sich ganz sanft einatmend aufplustert. Vielleicht auch im Raum des Beckens, das sich symbolisch weitet, wenn du einatmest. Und wenn dann die Ausatmung entsteht, dann führt uns das aus all dieser inneren Fülle und Weite wieder zurück zu einer inneren Mitte. Das kannst du im Körper gut spüren, wenn mit der Ausatmung die Bauchdecke wieder nach innen führt, der Brustkorb sich aus der Weite wieder zurückbegibt, zurücksinkt. Wenn der Rückenbereich aus diesem aufgefächerten Gefühl wieder etwas schmaler und kompakter wird. Vielleicht auch im Beckenbereich wieder ein Gefühl von einer Zentriertheit entsteht. Mit jedem Einatmen entsteht diese innere Weite und Größe und Fülle.
Mit jedem Ausatmen wieder ein Weg der Einkehr nach innen, ein Weg zurück zur Mitte. Und das ist alles ein System, das sich sehr fein anfühlt. Es ist kein Zwang, kein Willen und Wollen und Müssen und Sollen. Es ist eher etwas, das aus sich selbst entsteht. Ganz fein und sanft. Und harmonisch. Es ist deine ganz individuelle Art, wie du geatmet wirst, jetzt in diesem Augenblick. Die Einatmung führt dich in eine innere, sanfte Weite und Größe. Vielleicht auch in ein Gefühl einer Freiheit. Oder Leichtigkeit oder einer erfrischenden Energie, die dich auflädt, auftankt und regeneriert. Oder ein Gefühl des Wachsens. Die Ausatmung führt dich wieder zurück in ein Gefühl der Rückkehr, des Eintauchens, des Entspannens und Loslassens. Vielleicht in ein tiefes Gefühl des Geerdetseins. Und der inneren Ruhe. Und wenn du das beobachtest und fühlst, dann kann es sein, dass die Einatmung genauso viel Raum und Zeit hat wie die Ausatmung. Dass du zwischen diesen Polen immer ganz sanft hin und her schwingst mit der Atmung. Es könnte aber auch sein, dass eine Atemqualität jetzt sich besonders zeigt. Vielleicht ist es die Einatmung, die sich vertieft, die viel deutlicher spürbar ist. Besonders dann, wenn du dieses Gefühl dir schenken möchtest, des Erfrischens, der Energie, der Größe und Weite, der Fülle. Es kann aber genauso gut auch die Ausatmung sein, die sich deutlich verlängert. Die viel mehr spürbar ist, denn sie trägt dich in die Einkehr, das Loslassen, das Erden, die Ruhe und Leere.
So kannst du dir über die Atmung das schenken, was du an Qualitäten brauchst. Oder sich einfach jetzt in diesem Moment am stimmigsten und harmonischsten anfühlt. Wenn du dann noch mehr möchtest, dann erlaube der Atmung, dass sie am Ende ihres Atemzuges eine kleine Pause erfahren darf. Sei es in der Einatemfülle, ein kleiner Moment eines Innehaltens oder eben in der Ausatemleere, dieser Moment der Ruhe, der Pause. Und das entsteht alles aus sich selbst. Nichts, das erzwingt werden müsste. Aus sich selbst, mit einer inneren Harmonie, mit einem inneren Genuss. Bring die Aufmerksamkeit von diesem Gefühl, dass du geatmet wirst, wieder in den Körper zurück. Spür dich wieder neu, deinen Sitz, deine Muskulatur und Gelenke, die Dinge, auf denen du sitzt, deine Haut. Spür den Raum, in dem du bist und komm dort langsam mit der Aufmerksamkeit wieder an. Du kannst gern die Augen noch geschlossen lassen und die Hände vor dem Herz zueinander zu bringen für den Abschied aus unserer gemeinsamen Yoga-Klasse. Wenn du möchtest, dann bist du eingeladen, ein gemeinsames Om mitzutönen. Du kannst aber gerne genauso auch einfach lauschen. Wenn du mitgehen magst in dieses Om, dann atme tiefer aus. Und für ein Om tief ein und denk dir hier schon dein Om im Einatmen. Atme dann wieder tiefer aus und öffne einatmend die Arme zur Seite, weit nach oben über den Kopf. Ausatmend bring die Hände zueinander, zur Stirn, zum Mund, zum Herzen. Nochmal, einatmend die Welt umarmen, ausatmend zum Herz zurückzukommen. Und wenn du magst, dich zu verneigen mit einem Danke für das, was du dir heute in dieser Praxis geschenkt hast. Und wenn du dich aufrichtest, dann bitte ich dich, die Augen wieder zu öffnen. Wenn du möchtest, dann nimm dir Zeit nach dieser Stunde, auch in den nächsten Tagen, die vor dir liegen, Zeit, um immer wieder mal ein Gespür für dich zu bekommen und die Atmung.
Denn in bestimmten unterschiedlichen Situationen, die auf uns einwirken und in Informationen, die auf uns einwirken, gehen wir in verschiedene Modi. Also wir nehmen Signale von außen auf und reagieren mit einer inneren Einstellung darauf oder einer Meinung oder einem Gespür oder einem emotionalen Zustand beispielsweise. Und das wirkt sich auch auf Ebene der Atmung aus. Oder anders gesagt, so wie ich mich fühle, so atme ich. Und ich möchte dich einladen, immer wieder ein Gespür zu bekommen, wie atmest du in bestimmten Momenten und kannst du die Atmung vielleicht nutzen. Wenn du mehr Energie magst, dich aufklären möchtest, dich erfrischen möchtest und eben die Einatmung vertiefen, bewusst in diese Qualität gehen, in diesen Genuss der Einatmung. Und wenn du mehr zentriert sein möchtest, verwurzelt oder mehr ankommen möchtest, mehr Ruhe finden möchtest, dann eben die Ausatmung vertiefen und das, was du ausatmen möchtest, auch symbolisch abgeben. Ja, und dann entsteht vielleicht im Laufe der Zeit mehr und mehr ein achtsames Gespür, wie du bist, dich fühlst, wie du atmest. Und all diese Strukturen kannst du immer wieder mit einem kleinen Rädchen nachjustieren. Und das ist die Atmung. Denn so, wie du atmest, so bist du auch. In dem Sinne danke ich dir für heute, für das Interesse und deine Zeit und wünsche dir alles Gute auf den Wegen der nächsten Tage und ein gutes Durchatmen. Bleib gesund. Namaste.